nicht? Ach Quatsch, geht schon so. Hallo, frohes neues Jahr erstmal. Es ist wieder begrüßte Zeit, also Hüttengaudi. Und ja, ich habe letztes Jahr ein Video drüber gemacht, noch bei reingehauen. Das ist noch nicht online, vielleicht stelle ich die Tage nochmal online. Der begrüßte 2018. Da war ich ziemlich, enttäuscht. Aufgrund der Ideenlosigkeit, was den Begrüßti angeht, weil es den halt immer jedes Jahr gibt. Aber es gibt natürlich auch tausend von Leuten, die den total geil finden und wollen, dass der ins Programm aufgenommen wird. Ich habe das ganze Ding in dem alten Video mal behandelt. Ihr könnt euch auch das erste Video von mir anschauen. Oder lieber nicht. Da geht es auch um den Begrüßti. So, was machen wir jetzt dann heute? Ich habe keinen Bock, den Begrüßti schon wieder so einfach nur zu reviewen, weil es kommt nichts Neues dabei raus, weil es ist praktisch der gleiche Burger, bis auf den neuen Käse, also das ist halt der American Cheese drauf, wie auf allen Burgern, außer die Signature Collection bei McDonald's. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich stelle einfach mal den Burger so zusammen, wie ich denke, dass er vielleicht mal was anderes wäre. Und ich habe auch noch ein bisschen Geld übrig von diesen PayPal-Spenden und natürlich auch von meinen Patronen, gerade auch von dir, Benjamin, für die $10 im Monat. Vielen Dank dafür. Da habe ich mir gedacht, scheiß drauf, kaufen wir ein paar Burger und dann bauen wir das Ding so zusammen, wie wir oder wie ich denke, dass es geil sein könnte. Ach ja, und ich wollte das Ganze eigentlich mit der App machen, aber in der App kann man keine extra Soße beim Big Rösti bestellen. Und ich glaube, im Drive kann man das machen. Das werden wir jetzt einfach mal ausprobieren. Genau. Eigentlich wollte ich euch zeigen, wie das mit der App funktioniert, aber ja, keine Ahnung, müssen wir dann halt irgendwann anders mal machen. So, schauen wir mal, wie kooperativ die Leute hier so sind. Ah, es gibt ja auch wieder diese Käse-Dinger. Schauen wir mal. Ah, ich hätte gern einen Big Rösti mit extra Soße, geht das? Ja, aber welcher Rösti? Chicken oder Beef? Beef. Im Menü oder einzeln? Einzeln. Mit extra Soße, ja? Jawohl, bitte. Ja, Moment. Jawohl. Dann hätte ich gern einen Signature Fresh Classic ohne Soße. Noch einmal, bitte. Den Signature Fresh Classic Beef ohne Soße. Komplett ohne Soßen. Jawohl. Einzeln, ja? Einzeln, genau. Und dann die vier... Fresh Classic Beef Entschuldigung. Ohne Soße. Genau. Jawohl. Ja, perfekt. Und dann einmal die Käse, die vier Käsegipfel, bitte, mit der Cranberry Soße. Ja, natürlich, jetzt automatisch. Genau, perfekt. Und dann eine Cola Light mit Eiswürfel. Cola große, bitte. Große, bitte. Jawohl, das alles? Lass mich kurz überlegen. Jawohl, das ist alles. Danke, komm bitte. Danke. Hi. Hallo. 18,65 €. Jo. Danke dir. Danke dir. Ciao. Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Stay Angry Fast Food Review. Wir haben unser Essen, jetzt suchen wir uns einen Parkplatz und dann schauen wir, was er kann. Okay, ich probiere es jetzt heute mal ohne Licht. Das letzte Mal hatte ich es mit Licht gemacht, um der gleiche Uhrzeit ungefähr, aber dann war es fast ein bisschen zu hell. Aber egal, schauen wir mal, was wir jetzt bekommen haben. Ich habe mir nämlich so ein bisschen was ausgedacht. Wir haben einmal... Ach, wir machen es anders. Tablet! Ach ja, so. Wir haben einmal einen Signature Fresh Classic Beef, ohne komplett ohne Soßen. Perfekt, genau so wollte ich das. Dann haben wir einen... Big Rösti Beef mit extra Soße und dann Entschuldigung, die Käse Dinger und den Cranberry Dip, den brauchen wir auch und ich habe heute leider mein Strohhalm vergessen, aber dafür habe ich ein Messer. Ja, schönes Messer. Sehen Sie denn nicht, der hat ein Messer. Das ist doch kein Messer. Was? Das ist ein Messer. Wir schauen uns ganz kurz den Big Rösti an, weil es gibt dann viel zu erzählen. Das ist der Big Rösti von McDonald's. Wir haben das Käse,
Bacon, Mann, jetzt ist mir das Wort für Bacon nicht eingefallen. Weil Speck kann man ja nicht sagen. Darunter verbirgt sich Soße, Bacon, Rösti, Beef, der neue, schrägstrich alte American Cheese, unten auch nochmal Soße und das Bodenbun. Und natürlich auch Bacon dazwischen, habe ich das gesagt? Ich habe keine Ahnung. Jetzt bauen wir das Ganze ein bisschen um. Ich habe wieder mein schönes Brettchen hier. Da werden wir den Kollegen draufsetzen. Lala. Hut ab. Bacon drauf. Das tun wir mal auf Seite. Okay, perfekt. Dann nehmen wir uns den Signature, weil ich habe nämlich im Internet gesehen, in irgendeinem Land, könnt ihr einfach mal unten drunter kommentieren, wenn es euch einfällt, gibt es den Big Rösti mit Signature Bun, mit Brioche Style. Also jetzt schaben wir das hier ab. Boah, das hat erstaunlich gut funktioniert. Und machen uns jetzt hier das Ganze schön, weil wir wollen ja, dass es schmeckt. Das heißt, wir tun überall schön Soße hin. Wir haben den Bacon. Ach, perfekt. Wir haben den Bacon drauf. Das legen wir wieder hier rüber. Uah. Zum Glück seht ihr das nicht. Dann haben wir hier noch ein bisschen extra Beef. Das benutzen wir aber nicht. Den esse ich dann später so, vielleicht zum Abendessen oder keine Ahnung. Den Bacon hauen wir hier auch nochmal mit drauf. Den extra Bacon. Dass das Ganze ein bisschen baconmäßiger schmeckt. Jetzt holen wir uns das Brett wieder her. Also schaut schon mal so aus. Jetzt brauchen wir aber noch das Bodenbun. Perfekt, die haben es wirklich so gemacht, wie ich das wollte. McDonald's Weißenburg, ihr macht es mittlerweile echt ziemlich gut alles. Wir machen das jetzt so. Und das hauen wir jetzt hier so drauf. Uah. So, und dadurch, dass wir jetzt hier unten auch nochmal Käse haben, Käsesoße, die schaben wir auch wieder ab und tun es auf den Bodenbun von der Signature Collection. Dass hier ein Brioche-Style-Bun ist. Oh Gott, das wird eine Riesensauerei, aber ich glaube, es wird ziemlich geil werden. So, also jetzt schaut euch mal das Teil an. Das schaut doch geil aus. Das schaut doch richtig cool aus mit dem Brioche-Bun. Dann machen wir jetzt gleich mal ein Foto davon. Keine Angst, die Granberry-Dinger verwenden wir später auch noch. Was ist denn hier los? Ist das alles verschmiert oder was? Boah. Entschuldigung. Der schaut schon sehr geil aus. Jetzt schneiden wir den in der Hälfte durch. So, jetzt können wir auch mal die Cross-Section anschauen. Schaut schon sehr geil aus. Und jetzt tun wir auf den einen, jetzt noch diese Cranberry, wie heißen sie? Käse, Gipfel, Gewerch, Dinger. Die hauen wir da jetzt noch mit drauf. Ich glaube, die schneide ich in der Mitte auseinander, die wären sonst zu dick. So. Perfekt. Die tun wir jetzt noch mit drauf. So und so. Ich zeig's euch, dass ihr hier auch mit dabei sein könnt und das erlebt. Hier, so hauen wir die jetzt drauf. Und jetzt, meine Damen und Herren, ich habe zwei Servietten bekommen. Sehr schön. Und jetzt hauen wir da noch Cranberry Dip drauf. Ich möchte euch am liebsten zeigen, wir machen es so. Probieren wir. Ah, perfekt. Genau. Wunderbar. So. Gut, das reicht schon. Und jetzt werden wir das Teil. Das müssen wir auch nochmal fotografieren, gell? Ne, müssen wir nicht. Das werden wir jetzt mal probieren. Oder? Fotografieren wir schnell? Wir fotografieren schnell. Oh, gut. So, aber jetzt. Jetzt werden wir das Teil hier mal in der Extremvariante versuchen. Mahlzeit. Nee. Kann ich gleich sagen, lasst es. Diesen Cranberry Dip. Also, nee, wir müssen es anders machen. Der Brioche Bun ist geil. Mit dem Cranberry Dip, wenn ihr auf süße Burger steht, dann ja. Dann ist es ganz geil. Aber jetzt so in Verbindung mit dem Big Rösti, weiß nicht. Also, ich sag's mal so. Als Alternative im Menü, beziehungsweise. Moment. Na. Treffloch nicht. Als Alternative zum normalen Big Rösti wäre es echt mal eine Idee, so als Aktionsburger praktisch zu bringen. Aber ich könnte ihn jetzt nicht empfehlen. Der würde jetzt zwei Bärte bekommen. Ich mag ihn jetzt nicht so wegen dieser Cranberry-Soße. Ich lege den jetzt mal auf Seite. Aber jetzt probieren wir mal den tatsächlichen Star der Show, wo ich wirklich hoffe, dass er einfach mal neuen Geschmack hervorbringt. Schau ich mal das an. Der schaut schon ziemlich geil aus.
mit diesem Shiny Brioche Bun und extra Soße. Nicht vergessen, ihr könnt euch extra Soße, ich muss immer meine Hand im Drive-In bestellen. Das ist geil. Ich muss euch was beichten. Ich habe den Big Rösti noch nie mit extra Soße bestellt. Noch nie. Weil, keine Ahnung warum, aber dadurch, dass ich jetzt öfter gelesen habe, du kannst zwar mit extra Soße bestellen, und ich das beim Big Mac ja auch gemacht habe, habe ich jetzt bei dem einfach mal gemacht und es ist schon krass. Ich meine, der schmeckt trotzdem einfach nur, nicht nur, der schmeckt extrem fettig einfach. Aber das macht es ja aus, Fett ist ja ein Geschmacksträger, bla bla bla. Und mit extra Soße ist er schon ziemlich geil, mit dem extra Bacon auch. Und mit dem Brioche Bun haut es das Ganze nochmal auf ein ganz neues Level. Also, ich bin ein bisschen verliebt. Wenn es nicht so arschteuer wäre, würde ich es, glaube ich, öfter so machen. Aber man kann leider die Option nicht auswählen, dass man es mit dem Brioche Bun nimmt. Was ich nicht verstehe. Ich, ums Verrecken, verstehe ich McDonald's nicht, dass man das nicht machen kann. Ich verstehe es nicht. Die Brötchen sind da. Es wäre ein Druck bei der Kasse, im Kassensystem. Und dann würde es doch gehen. Ich verstehe es nicht, aber ist wurscht. Ich beiß nochmal rein. Wir machen es wie immer. Ich esse den ganzen Scheiß jetzt erstmal auf und dann plaudern wir einfach nochmal weiter. Nein, wir können uns heute nicht unterhalten. Es hat sich ein Zuschauer beschwert. Ja, es ist wichtig, wenn ein Zuschauer das sagt. Weil das ist die Meinung von allen. Nein, ich rede nicht mehr. Ja, es war einer und es ist wurscht, einer repräsentiert gleich alle. Ist doch logisch, oder? Kommen wir zur Bewertung. Ja, wie mache ich das jetzt? Ach ja, mein Big Rösti, mein selbst zusammengestellter Big Rösti, der Big Rösti von McDonald's mit Brioche Bun, extra Bacon, extra Soße, bekommt von mir 5 Bärte. Der andere mit dieser Cranberry Soße, ich habe jetzt vorhin diese Käsegipfel nochmal einzeln gegessen. Ich glaube, es liegt an der Cranberry-Soße. Die schmeckt irgendwie nicht so toll, finde ich. Aber gut, das ist ja wie immer Geschmackssache, so wie alles eigentlich. Aber die Käsegipfel, also der Käse an sich auf dem Big Rösti finde ich ganz gut, aber mir wurde es dann so ein bisschen zu viel. Mir persönlich hat jetzt dieses neue Bun einfach mal ausgereicht, um ein bisschen neuen Geschmack dazu zu kriegen. So ein bisschen butterig und wie dieses Brioche-Bun halt einfach schmeckt. Und das fand ich cool und das mag ich. Und wenn es nicht so arschteuer wäre, McDonald's macht endlich, dass man die Buns wechseln kann zwischen den Burgern. Wie geil wäre denn das? Aber habt ihr ja nicht nötig, weil es gibt ja keine Konkurrenz hier in Deutschland. Es gibt ja niemanden. Ich meine, als ob Burger King irgendwie eine Konkurrenz wäre. Ich meine, die schießen sich ja selber ins Aus mit ihren... Naja, lassen wir das Thema. Wo war ich stehen geblieben? Genau, das Brioche-Bun passt wirklich wie Arsch auf Eimer. Super, also wenn ihr die Möglichkeit habt... Wenn ihr die Möglichkeit habt, das Teil zu essen mit einem Brioche-Bun, falls ihr bei McDonald's arbeitet oder ihr kennt jemanden, der bei McDonald's arbeitet oder ihr seid irgendwo in dem Land, wo es das gibt, ich weiß es nicht mehr, wo das war, habe jetzt auch keine Lust mehr nachzuschauen, dann macht es. Ich find's geil. Ich find's echt cool. Ich find's geil. Extra Soße ab jetzt immer bei jedem McDonald's-Burger. Das Geld bezahle ich gerne, weil wenn man nicht so oft zu McDonald's fährt, dann kann man das auch mal machen. Ja. Dann beenden wir das Ganze mal hier. Das war's auch schon wieder von meiner Seite. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt. Dann mal bis dann mal. Stay hungry.